Ihr hört unsere WWE Roadblock Vorschau. WWE Roadblock, der wirklich letzte Stopp vor WrestleMania. Eine sehr kreative Namensgebung auf jeden Fall. Und das hier ist tatsächlich ein WWE Live Event von Samstag auf Sonntag. Heute Nacht wird das Ganze stattfinden. Ich werde es live beim Alex mit dem Carsten schauen. Morgen früh gibt es dann direkt die Review per Facecam. Natürlich nicht live, aber die wird dann irgendwie in den Morgenstunden morgen hochgeladen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Jetzt besprechen wir aber erstmal die Card. Die ist nicht so groß, aber ich würde sagen, es gibt trotzdem einiges Interessantes zu diskutieren. Wir sind heute wieder zu viert. Das ganze Review-Team ist am Start. Meine Wenigkeit, der Jonathan aka Perkix, mich solltet ihr schon kennen. Dann haben wir dabei den Alex. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Kranke Vorstellung. Dann natürlich den Benjamin. Ich bin hyped, Leute. Yay. Und den Carsten. Hallo, Mann. Hallo, Frau. Ihr alle. Der muss jetzt wiederkommen. Hallo alle. Wir haben nicht wirklich viele Matches bestätigt. Wir haben gerade mal 4 wirklich fixe Matches zum Aufnahmezeitpunkt. Der da ist Mittwochabend, denn später geht's nicht, beziehungsweise aktueller geht es nicht, weil ich ja nach Oberhausen zur WXW fahre, wie ihr wahrscheinlich zu diesem Hörzeitpunkt, sage ich jetzt mal, schon wisst. Wir fangen an mit einem Highlight-Reel-Segment, was uns erwarten wird, und zwar Chris Jericho, der hier seine Aktionen vermutlich gegen AJ Styles erklären wird. Es gibt ja auch Gerüchte, die besagen, Chris Jericho würde ein Match gegen Sami Zayn bestreiten. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber Chris Jericho wird ja auf jeden Fall ein Highlight-Reel-Segment haben. AJ Styles wird, denke ich mal, davon auch ein Teil sein und das könnte sehr, sehr geil werden. Ja, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, wir haben jetzt noch nicht SmackDown gesehen zu dem Zeitpunkt, aber sollte nicht auf SmackDown oder bei SmackDown die Erklärung von Jericho kommen? Das kann auch sein. Ich weiß es jetzt nicht, ne, aber mal gucken. Ich denke mal, Roadblock wird auf jeden Fall mehr Relevanz bekommen als SmackDown, also können wir bei dem Highlight Reel auf jeden Fall irgendwas mit Styles erwarten. Aber mehr, ne? Da kann ich mir noch nichts vorstellen. Wäre aber auch möglich, dass es nach dem Segment überraschenderweise doch irgendwie ein Match gibt. Also natürlich sind es nur Gerüchte, aber es wird ja auch Sami Zayn fix für diese Show bestätigt. Und nachdem ja Owens, Alex hat es glaube ich vorher schon gesagt, der bei den House-Shows unterwegs ist und Zayn ja sonst nichts zu tun hat, wird es eigentlich einen Sinn jetzt nicht direkt ergeben. Aber für nur vielleicht ein Segment wäre es mir ein bisschen zu schade, wenn Sami Zayn sie extra ankündigen. Deswegen könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass es ein Match gibt eventuell. Ich gehe auch stark davon aus, weil ich denke mal, erst wird Jericho halt seine Heel-Promo halten, als frischgebackene Heel natürlich, und dann einfach gegen Zayn im Match stehen, um dann Face gegen Heel, beide aus Kanada und so weiter und so fort. Das pusht die Crowd, das wollen die Leute sehen und ich denke, das wird's geben. Du hast ja schon angesprochen, beide aus Kanada. Es ist ja tatsächlich in Toronto, glaube ich, ne? Also in Kanada tatsächlich, wo dieses Event stattfinden wird, genau. Hier steht's, Toronto, Ontario, im Rico Colosseum, sind jetzt, denke ich mal, nicht allzu viele Sitzplätze, hier steht, genau, 8.000 bis 10.000, ja, ist in Ordnung, und ich denke, wir starten in die Matchcard rein, denn es gibt 4 Matches, die wir besprechen werden, einmal ein NXT-Match tatsächlich, und zwar ein NXT Tag Team Championship Match. Enzo Amore und Colin Cassidy gegen The Revival, Dash und Dawson. Ein Match, was in den vergangenen Wochen immer mehr, zumindest wenn man die Fehde ansieht, an Intensität gewonnen hat. Und ich muss sagen, ich freue mich auf dieses Match, denn es könnte hier tatsächlich sein, dass Enzo Amore und Colin Cassidy die Titel gewinnen können. Ich tippe auch auf die beiden, denn sie müssen die Titel jetzt einfach gewinnen, meiner Meinung nach. Sie haben es so lange versucht, sie haben es nie geschafft. Und ich denke, weil man sie jetzt hier vor WrestleMania nicht mehr ins Main-Roster geholt hat, könnte es hier doch mehr als sehr gut sein, dass man die beiden jetzt hier die Titel gewinnen lässt und dann weiterschreiten lässt bei NXT. Ich denke, das ist so die beste Lösung. Ja, wir wurden ja bei Fastlane schon bitter enttäuscht. Mhm. Aber hallo. Und deswegen hoffe ich jetzt auf jeden Fall, dass Enzo und Cass die Titel bekommen. Ich hatte mich damit angefreundet, dass die ohne je NXT Tag Team Champs zu sein ins Main Roster kommen. Und das hätte ich auch okay gefunden, wenn die Fehde gegen New Day gestartet wäre. Aber naja, das ist jetzt
dass es so ein Quatsch war, dieses Segment da bei Fastlane, um doch mal an die schlimme Zeit zu denken. Da wünsche ich doch dann Enzo und Cass doch mal jetzt die NXT Tag Team Titel zu halten. Und ich meine, es ist ja auch ein guter Weg, um die beiden Tag Teams mal der Main Roster Crowd vorzustellen. Ein bisschen mehr. Ich meine, ich glaube so ein WWE Roadblock, wo sogar ein WWE World Heavyweight Title Match angekündigt ist, wird auf jeden Fall von vielen Leuten noch geschaut, die sich vielleicht sonst nicht so mit NXT abgeben. Und das ist, denke ich mal, ein guter Weg, schon mal Enzo und Cass ein bisschen reinzubringen. Es gefällt mir auf jeden Fall und ich würde mich extrem freuen, wenn die Titel gewinnen. Also freuen würde ich mich auch extrem, gar keine Frage. Ich sehe die Chancen hier fast 50-50. Ich gehe wirklich hier von einem Titelwechsel am Abend aus, was aber nicht gleichzeitig heißt, dass es Enzo und Cass sein müssen. Ich glaube lediglich, dass hier ein von beiden Titelmatches, das bei einem Match der Titel wechselt. Welchen traue ich mich ehrlich gesagt wirklich nicht zu sagen, weil sowohl es der Main Event eigentlich eindeutig macht, ist es für mich nicht eindeutig, sagen wir mal so. Und ich tue mir wirklich schwer, hier einen Sieger zu tippen. Ich will Enzo und Cass, aber ich glaube, dass hier die Champions verteidigen sollen. Und matchtechnisch dürfte das Ganze ziemlich geil werden, vor allem weil die Crowd gerade bei Enzo und Cass, denke ich mal, die dürfte ziemlich drin sein in dem Match und das ist, denke ich mal, auch das Wichtigste. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich sehe die Chancen von Enzo und Cass nicht so hoch, fast bei null, würde ich schon fast sagen, weil Dash und Dawson brauchen die Titel. Wenn die jetzt die Titel verlieren, weiß ich nicht, dann war es das fast, finde ich. Und ich finde auch immer noch, dass Enzo und Cass sehr bald ins Main Roster kommen werden. Also den Titel eh nicht lange halten werden und auch nicht brauchen, finde ich. Deswegen wird für mich ziemlich eindeutig, Dash und Dawson werden gewinnen. Oder sie werden durch die Queue verlieren. Das kann natürlich auch immer sein, um halt Enzo und Cass nicht zu schwächen, wenn sie jetzt bald ins Main Roster nach Mania kommen, dürfen sie natürlich nicht clean gepinnt werden oder so. Deswegen könnte ich mir auch ein DQ-Finish vorstellen, dass die beiden einfach die Titel behalten. Und wie gesagt, die brauchen die Titel, deswegen wünsche ich mir das Ganze auch so. Du Exot mal wieder hier. Ja. Aber ich meine, Carsten, das klang eigentlich ziemlich vernünftig. Es klang plausibel, aber ich sag mal ganz ehrlich, es stimmt natürlich, dass Dash und Dawson die Titel in gewisser Weise brauchen, weil sie ohne die Titel nicht sind, aber sie hatten jetzt einen Tag-Team-Titel-Run und sie konnten kaum Persönlichkeit aufbauen. Und ich meine, Enzo und Cass sind halt ein Tag-Team, die schon auf jeden Fall diese Persönlichkeit haben und auch schon vor dem NXT-Titelgeschehen hatten. Und das sind halt Leute, die einen Titel zum Beispiel nicht brauchen. Trotzdem denke ich, dass sie ihn hier gewinnen werden, denn bei Blake und Murphy war es doch genau das Gleiche. Blake und Murphy haben diesen Titel gebraucht. Ohne den Titel wären sie nichts gewesen. Sie waren aber auch keine wirklich guten Champions, haben den Titel dann verloren und seitdem geht es für sie einfach bergab. Und warum? Weil sie zwar gut im Ring waren, aber keine Persönlichkeit aufbauen konnten. Und das ist für mich eigentlich schon, ja, mit wieder fast so ein fast das gleiche Beispiel, wo ich persönlich sage, ja, Enzo und Cass werden sich hier endlich die Tag-Team-Titel holen. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, ich meine, wenn man jetzt Enzo und Cass also halt durch die DQ gewinnen lässt, beziehungsweise halt Dash und Dawson merken so, ja, die würden jetzt verlieren und fangen dann halt an, auf die einzuprügeln, die DQ zerstören die halt brutal, ne? Wäre Enzo und Cass wenigstens schon mal ein bisschen over bei der Crowd, ne? Ich meine, ich habe momentan immer noch ein bisschen Angst, wie die smarte Kanada Crowd wird gut reagieren, aber wie wird so später die Manchester Crowd reagieren, ne? Dieser der sogenannte Tyler Breeze Effekt, der macht mir gerade ein bisschen Angst noch, ne, weil ich meine, Enzo Amore ist auch ein spezieller Typ. Normalerweise muss der krank over sein, aber der Manchester Crowd traue ich jeden Scheiß zu, ne? Ich muss aber dazu sagen, Tyler Breeze Effekt, klar, ein bisschen Angst ist immer dabei, egal welcher NXT-Star aufsteckt. Ich glaube, das können wir schon so sagen, weil bei den Owens hast du auch kurz geglaubt, nach der Cena-Fehde, so, jetzt geht's den Bach runter, Gott sei Dank hat sich's halbwegs gefangen. Also ich bin mit dem Booking vom Owens jetzt soweit eigentlich wieder zufrieden. Aber generell musst du immer Angst haben, wenn ein NXT-Star aufsteigt und quasi unter der Hierarchie von Vince und Kevin Dunn steht, dass irgendwas Krankes passiert im negativen Sinn. Die musst du immer haben, egal wie
gut der Star im Ring ist, das ist scheißegal, es ist immer noch Vince und es ist immer noch Kevin Dunn. Im Endeffekt wird es eben drauf hinauslaufen, wie wird das Publikum auf die beiden reagieren, und hier, glaube ich, tritt der Tyler Breeze-Effekt nicht in Kraft, weil Enzo und Cass, gerade Enzo Amore, ist so mit Charisma zugebombt, der wird das von alleine regeln. Und Colin Cassidy ist ja auch jetzt keine Hohlbirne, und ich denke, die werden das schon machen. Also ich bin bei diesen beiden relativ zuversichtlich, dass sie bei der Mainstream-Crowd overkommen, wenn sie denn debütieren, und das ist jetzt relativ egal, ob sie hier die Titel gewinnen oder nicht, weil ich denke mir hier, dass Triple H bei diesem Match immer noch ein bisschen das Booking im Kopf selbst hat. Also ich glaube, dass er schon die Karten mit im Spiel hat, und ich glaube, die werden hier keinen Scheiß machen. Also sollten sie nicht gewinnen, dann werden sie dennoch stark dargestellt, und das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Ja, also das werden sie auf jeden Fall fürs Main Roster. Sehe ich auch sehr, sehr gute Chancen für alle drei, muss ich sagen, also auch Carmella, sollten sie mitnehmen, definitiv. Würde ich mir schon lange im Main Roster wünschen. Und wir haben einen großen Typen für Vince dabei, also von daher haben wir gute Chancen. Und wie gesagt, ich denke auch, das Gimmick kann schon auch in den Main Shows ziehen, wenn man sie denn machen lässt, natürlich. Und da habe ich wirklich, denke ich, positiv drüber. Also das ist halt so der Punkt, man muss sie machen lassen, man muss sie einfach mit der Crowd interagieren lassen, denn das hat man bei New Day auch erst versäumt, man hat sie in was reingesteckt, was sie nicht waren, das hat nicht funktioniert. Dann hat man sie machen lassen und dann hat's funktioniert, genauso ist das bei Enzo Amore und Colin Cassidy, aber ich würde sagen, das zum NXT Tag Team Championship Match, gehen wir zum weiteren Tag Team Match, und zwar gibt es ja seit Fast Lane die Fehde New Day gegen League of Nations, die mehr oder weniger intensiv ist, eigentlich, ja, kaum irgendwas in dieser Fehde passiert. New Day wird hier gegen King Barrett und Sheamus antreten. Die anderen beiden Kollegen, also Rusev und Del Rio, sind ja bei einem anderen Live-Event, was parallel stattfinden wird. Das heißt, New Day ist in der Überzahl und wird das wahrscheinlich hier auch gewinnen. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es irgendwie einen DQ-Finish gibt und das Match dann bei Mania kommt, aber ich wünsche mir ehrlich gesagt kein League of Nations gegen New Day Ding, weil das heißen würde, dass New Day Faceturn und New Day als Faces, das haben wir noch gut in Erinnerungen, das hat nicht so wirklich funktioniert. Wäre ich mir nicht so sicher, ob das auch mit den jetzigen New Day Charakteren funktionieren würde. Ich hoffe einfach auf ein Multi-Man Tag Team Match bei WrestleMania, das eben Multi-Tag Team Match, so rum, nicht Multi-Man, das wäre ja nicht so cool, aber dass viele Tag Teams gegeneinander antreten, Usos, Dudley Boys und so weiter, das fände ich persönlich besser. Ja, also ich bete auch, bitte, 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 lass New Day die Titel halten. Ich habe so keinen Bock auf die League of Nations. Ich meine, ich war bei der Fastlane Review nicht dabei, ne? Ich wäre auch einfach nur noch eskaliert, nachdem, wie man einfach irgendwie 25 Minuten meiner Lebenszeit für so ein dreckiges Segment verschwenden kann, nur um New Day gegen League of Nations in Gang zu bringen. Das ist einfach die bodenlose Frechheit. Und Sheamus und Barrett gegen New Day. Ich meine, es kann ein solides Match werden, weil wir haben eigentlich ganz gute In-Ring-Worker und die können eigentlich alle eine ganz gute Story erzählen. Das ist auch schön und gut. Sehr gut, dass die League of Nations hier nicht mit allen vier Membern in Überzahl ist. Sonst hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Angst, ne? Aber ich setze auch darauf, dass New Day gewinnt, und ich hoffe es natürlich auch. Und wie du schon gesagt hast, bitte lass uns da nicht ein Rückmatch oder sowas bei WrestleMania haben. Das wäre auf jeden Fall nicht WrestleMania würdig, Leute. Also Multi-Tag-Team-Match wäre mir bei Mania auch am liebsten, weil es die letzten Manias immer gut funktioniert hat und es auch immer ansehnlich war. Ich könnte aber noch mit der Ansetzung bei Mania leben unter einem Aspekt. Ich kann mir den New Day schon als Face vorstellen. Allerdings nicht dieses Arschkriecher, wir sind alle heilig Babyface, das sie ganz am Anfang waren, sondern einfach in einer ähnlichen Struktur wie jetzt. Vielleicht halt, dass sie ein bisschen G-Pops ziehen, anstatt dass sie die Stadt beleidigen, halt, dass sie sie loben, dass sie irgendwas Positives sagen. Das muss ja nicht viel sein. Aber ich denke mal, die New Day sind generell schon so over, obwohl sie Heels sind, dass es nicht mal, glaube ich, wehtun würde, wenn sie einfach so gegen die League of Nations fäden. Gerade bei Mania, die ja eine sehr, sehr Mark-lastige Crowd hat, wäre es, glaube ich, nicht mal so schlimm, wenn es wirklich ein Tag-Team-Match zwischen nur diesen beiden Fraktionen gibt. Aber wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, sie schon Face turnt, dann bitte nur in einer sehr, sehr geringen und gut dosierten Art und Weise.
Ja, also ich denke, gerade in diesem Match wird New Day automatisch die Face-Rolle übernehmen müssen, weil die League of Nations keinen interessiert. Und das Ganze wird wahrscheinlich durch Promos vor dem Match auch nochmal so ein bisschen verstärkt. Wobei ich denke, New Day wird jetzt keine direkte Face-Promo abhalten, sondern das Ganze vielleicht so ein bisschen schleichender machen, wie es, ich finde, ist es auch eigentlich schon. Weil sie unterhalten uns alle gut, von daher denke ich auch, dass das Gimmick als Face funktionieren könnte, wenn sie eben eigentlich so bleiben, wie sie sind, sag ich mal, nur halt gegen Heels jetzt agieren werden, werden sie einfach automatisch Face turnen und ich denke, das kann auch gut klappen. In diesem Match kommt es für mich so ein bisschen drauf an, ob es denn jetzt wirklich um die Titel geht, weil das ist für mich immer noch nicht so ganz eindeutig. Wenn es nicht um die Titel gehen wird, Carsten, dann, Breaking News, es geht um die Titel. Okay, dann wird New Day gewinnen. Weil sonst hätte ich gedacht, die League of Nations wird weiter gepusht, aber Barrett wird man ganz bestimmt keinen Titel mehr geben, von daher, nee. Oh, Abfuhr. Oh, shit. Ja, also es geht tatsächlich um die Titel, ich denke aber, es kommt hier tatsächlich nicht zu einem Titelwechsel, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gehen wir zu einem der zwei großen Matches, und zwar Bray Wyatt gegen Brock Lesnar. Ihr könnt gerade die Grafik im Hintergrund sehen, die ich für dieses Match erstellt habe. Ist sie nicht wunderschön? Oh, sie ist wunderschön. Bray Wyatt gegen Lesnar sollte eigentlich bei WrestleMania kommen, ist dann am Ende nicht passiert. Es wurden zum Glück, finde ich, die Pläne geändert, denn Ambrose gegen Lesnar ist ein geiles Match, was ich lieber sehe als Wyatt gegen Lesnar. Wyatt gegen Lesnar ist natürlich auch geil, aber Ambrose gegen Lesnar ist nochmal eine Stufe krasser und auch von der Fehde her hat das vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial. Ambrose ist auch gerade ein bisschen involvierter in die Stories und es ergibt mehr Sinn, von daher hier nur bei Roadblock in Anführungszeichen das Match Bray Wyatt gegen Brock Lesnar. Ich persönlich freue mich auf das Match. Ich könnte mir vorstellen, dass das echt gut wird und dass Wyatt zum Beispiel auch wirklich seinen kranken Charakter hier mit reinlegen wird. Lesnar wird ihn natürlich zerstören und wenn Lesnar zum Zerstörer wird, dann sind fast alle Wrestling-Matches unterhaltsam, weil der einfach ein Badass-Motherfucker ist und sein Stil, mit dem man ihm auch mit diesem Showing so was Spezielles gegeben hat, das wirkt sich auch in den Matches so aus, dass die Matches einfach groß wirken und dass sie unterhaltsam sind. Bray Wyatt könnte zum Beispiel sich einfach hier mit ein paar No-Selling-Phasen er könnte ein paar No-Selling-Phasen zeigen, so sollte der Satz strukturiert werden, dass er eben sagt, ja, komm schon, Lesnar, ich will mehr und noch ein Suplex und noch ein F5 und noch ein Suplex und der frisst das alles und dass man ihm halt ein sehr, sehr gutes Showing gibt, ein Dominant, nicht unbedingt gegen Lesnar ist das vielleicht ein bisschen zu over the top, aber zumindest ein hartes Showing gibt, bei dem man eben sieht, oh, Wyatt, der steckt ziemlich viel ein und ich denke trotzdem ziemlich sicher, dass Lesnar dieses Match gewinnen wird und ich denke, dass Bray Wyatt muss auch nicht hier gewinnen, denn ein Sieg gegen Lesnar ist halt immer noch was sehr, sehr selten ist. Ja, Sieg gegen Lesnar kann ich mir nicht gar nicht vorstellen. Ich meine, mit Wyatt ist es halt einfach alles kacke gelaufen. Du sagst, Lesnar gegen Ambrose ist ein schönes Match, ja, besonders man bringt Ambrose momentan super rüber mit diesem kranken Charakter. Aber wenn man Wyatt nicht bei Fastlane umgebracht hätte, danke nochmal WWE, dann hätte man irgendwie was viel Besseres, also nicht was viel Besseres, aber dann wäre ein Lesnar gegen Wyatt einfach sowas viel Größeres gewesen. Wyatt mit seinen kranken Promos vorher, dass er den letzten Riesentitan, den letzten Zerstörer kriegen möchte und so weiter und so fort. Man hätte echt was Geiles machen können, aber für mich ist das Match jetzt einfach so klanglos. Es ist einfach bei diesem, ja, es ist schon ja ein krasser Übergangs-Pay-Per-View. Und es ist ja mehr oder weniger eine größere Hausschau sozusagen. Und ja, ich hätte mir einfach mehr erhofft von einem Lesnar gegen Wyatt. Ja gut, ich möchte jetzt mal nicht zu viel rumheulen, das ist immer noch eine geile Ansetzung, wenn man das so hört, aber ich habe halt ganze Zeit im Hinterkopf einfach nur, was man mit Wyatt gemacht hat und wie er aktuell dasteht. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass das, was du gesagt hast, gerade so eintreten wird, dass Wyatt ein bisschen besser aussehen wird, als es in den letzten Monaten tat.
Das Problem ist halt, dass es trotzdem für Wyatt, egal wie es ausgeht, eigentlich eine Lose-Situation ist. Klar, kann man jetzt nicht irgendwie erwarten, dass ein Wyatt gegen Lesnar gewinnt. Du darfst aber immer noch nicht vergessen, du hast wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit, eigentlich die ganze Wyatt-Family irgendwie am Ring. Oder zumindest wird es eine Interference später im Match mal geben. Das ist das, wo davon kann man, denke ich, mal ausgehen. Und es wäre halt einfach für Wyatt wieder schade, beziehungsweise würde es seinem Standing, das sowieso schon angeknackst ist, noch mehr schaden, wenn sie es trotz Übermacht einfach nicht schaffen, Lesnar down zu kriegen. Klar würde es dann, sollte Ambrose dann Lesnar bei Mania besiegen, einen umso größeren wirklich Push und wirklich einen einfach eine größeren Upset dann hervorbringen. Aber einfach für Wyatt selbst, jetzt in diesem Match, sehe ich irgendwie nicht, dass der irgendwie positiv rauskommt. Auch nicht mit einem guten Showing, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich die Wyatt Family einmischen wird, und sollte es da Lesnar trotzdem irgendwie gelingen, dann ist irgendwie der Charakter Bray Wyatt schon einfach, um nicht fast schon sagen, zerstört, weil man bräuchte einfach dann wieder einfach Monate, bis man ihn wieder glaubwürdig irgendwo Richtung Main Event pushen kann, sollte es denn mal vorkommen. Und deswegen, auf das Match selbst freue ich mich, gar keine Frage, wird, denke ich mal, super werden, aber für Wyatt tut es mal ein bisschen leid, weil ich denke mal, zu 95% wird hier Lesnar gewinnen. Da bin ich mir auch ganz sicher, da stimme ich jetzt auch wieder zu. Definitiv, also Wyatt hier als Sieger würde halt auch sehr wenig Sinn machen, bis gar keinen, weil er ja überhaupt keinen Aufbau für Mania hat, keine Story, nichts. Lesnar dagegen wird im Titelmatch stehen, ohne zu viel zu spoilern, obwohl es schon eindeutig ist. Von daher macht das überhaupt keinen Sinn. Ich denke auch, das Showing von Wyatt wird so sein, wie Jonathan auch schon sagte, dass er so ein bisschen krank dargestellt wird, dass er wahrscheinlich immer noch lacht und immer mehr will, so wie Ambrose ähnlich, und immer mehr fordert. Harper und Strowman werden ja nicht beim Event sein, da die bei der anderen Hausshow sind. Daher können die nicht eingreifen. Geil, Mann! Bray Wyatt endlich mal alleine, so muss das sein. Deswegen denke ich auch, das kann man halt auch nicht machen. Deswegen das Einzige ist wirklich, dass Lesnar ihn zerstört. Wyatt freut sich in dem Sinne noch drüber, und das war es dann auch. Ja, also das hört sich ziemlich plausibel an. Ich hoffe einfach auf ein gutes Match, vielleicht, dass es auch ein bisschen an Zeit bekommt. Ich denke nämlich, dass es so werden wird. Und Wyatt gegen Lesnar hört sich sehr intensiv an, hört sich sehr brawlig an und hört sich einfach episch an. Von daher, WWE macht was draus. Wir gehen zum Main Event, und zwar zum WWE World Heavyweight Championship Match zwischen Dean Ambrose und Triple H. Genialer Aufbau. Für das, was man in diesen Aufbau gesteckt hat, freue ich mich extrem auf das Match, weil Ambrose einfach in diesem Match eigentlich bei Mania hätte stehen müssen. Also er hätte das Triple Threat Match bei Fastlane einfach gewinnen müssen und dann gegen Triple H bei WrestleMania antreten sollen. Das ist nicht passiert, aber wir haben das Match trotzdem hier bei Roadblock, und ich denke, das hat Potenzial, großartig zu werden. Ich denke, das wird auch ein sehr starkes Match werden, und ich hoffe sehr, dass Dean Ambrose hier den WWE World Heavyweight Champion Titel gewinnt. Viele werden mir jetzt einen Vogel zeigen und sagen, was geht mit dir ab? Was hast du genommen? Das Ding ist aber, es wäre das ultimativ beste Szenario, Dean Ambrose den Titel zu geben. Was würde passieren, wenn Dean Ambrose den Titel gewinnt? Man könnte plausibel eine Fehde zwischen Lesnar und Ambrose um den WWE-Titel aufbauen, ohne zu sagen, dass Triple H hier nochmal ein Rematch will oder sowas. Wenn man das denn gut bookt mit der Lesnar-Fehde, der dann sagt, hey, du hast den Titel, ich will dich zerstören und ich will den Titel. Also werde ich dich zerficken, ganz einfach. Und Reigns kommt raus, haut Triple H um. Weil ich sage es immer wieder, Triple H gegen Reigns braucht keinen Titel. Das kann einfach als Co-Main-Event gesetzt sein oder als Co-Co-Main-Event. Ich denke, Shane gegen Taker wird der Co-Main-Event von WrestleMania werden. Aber Reigns gegen Triple H ist kein Main-Event für WrestleMania. Und wenn es mit WWE World Heavyweight Champion Titel sein wird, dann wird es der Main-Event von WrestleMania sein. Und das wäre so in sich dumm. Dean Ambrose ist over. Gebt ihm hier einfach mit einem Upset-Win den Titel. Und überrascht uns einfach. Ich will
Dean Ambrose nach Samstag als WWE Champion sehen. Und ich weiß, das ist weit hergeholt. Und ich weiß, das ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Aber ich will es sehen. Es wäre so geil, Lesnar gegen Ambrose um den Titel bei WrestleMania zu sehen. Denn das ist unvorhersehbar. Reigns gegen Triple H hat nur den Titel, um den Titel dann an Reigns weiterzugeben. Und das ist einfach kein gutes Titelmatch. Und von daher, ich will unbedingt, dass Ambrose gewinnt. Das Match kann sowas von geil werden. Ich freue mich krass drauf. Ja, du hast ziemlich viel gesagt, wo man zustimmen kann. Du hast das Traumszenario umschrieben. Für mich, auch einfach der Traum, Dean Ambrose mit dem Titel da rausgehen zu sehen. Aber ne, irgendwie, ich weiß nicht, ich hab sehr viel Angst. Triple H wird ihn einfach abfertigen und wir werden Reigns gegen Age bei WrestleMania haben. Ich meine, wenn ich daran denke, dann frage ich mich echt, warum man sich die WWE noch gönnt, wie man, wenn so ein Match das größte Match des Jahres ist bei denen, sozusagen. Weil, naja, das ist schon echt kacke. Aber um mal positiv zu bleiben, man hat Ambrose jetzt so einen geilen Aufbau gegeben. Ich bin auch ultra gehypt auf das Match. Es war einfach geil. Boah, Ambrose bringt es einfach so geil rüber, wie er da halbtot im Ring liegt, irgendwie nach dem ersten Pedigree und sich noch bedankt und so. Das gefiel mir richtig gut. Ich feiere einfach diesen kranken Ambrose, der sich einfach übelst verprügeln lässt und mehr fordert, immer mehr. Das ist einfach mein Ding. Ich mag dieses Gimmick auch einfach. Und was für ein Traum wäre das, wenn Ambrose hier mit dem Titel rausgeht? Ich meine, die WWE macht nichts falsch, ne? Die gibt sich selbst damit auch mehr Relevanz. Ich meine, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, yo, warum sollte ich mir so ein Übergangs-Pay-Per-View gönnen? Da passiert eh nichts mehr vor WrestleMania, ja. Und dann passiert so ein krasser Titelwechsel, der wirklich alles verändert. Würden die sich doch selbst, ja, viel, viel besser darstellen, ja. Die würden sich selbst mehr Relevanz geben. Die hätten auf jeden Fall, die hätten jetzt die Chance dazu. Und das ist auch so einer der Gründe, warum ich doch ein paar Prozent Ambrose gebe an Chance. Ich glaube immer noch eher, dass Triple H das irgendwie machen wird, aber ich bin gehypt, ich bin optimistisch im Match und lass uns Ambrose als Titel feiern, als Titelträger feiern. Also ich bin sowas von gehypt auf das Match, alleine schon wegen dem Aufbau. Alleine der Aufbau, ja, von Ambrose gegen Triple H ist besser, als wie es Reigns gegen Triple H jemals hätte sein können für den WrestleMania Main Event. Alleine, weil die Fehde einfach zieht. Das merkst du an der Crowd, weil Triple H einfach wirklich ausgebuht wird. Und das sollte ja auch werden, was er gegen Reigns eigentlich nie gewesen ist. Er war nie wirklich Heel gegen Reigns, muss man mal klar und deutlich festhalten. Und ich erinnere mich da zurück an 2015, da gab es ja auch ein Event, der nur auf dem Network damals ausgestrahlt wurde, nämlich Elimination Chamber, und da wurde auch überrascht, indem einfach Kevin Owens in seinem ersten Match Cena clean besiegt hatte. Das hatte vorher auch keiner erwartet, und da komme ich auf den Punkt zu sprechen, was auch Alex gesagt hat, vielleicht überrascht uns die WWE ja doch, einfach indem sie sagt, ja, wir machen einen sogenannten Übergangs-Pay-Per-View, um einfach mal die Leute zu schocken, um zu zeigen, hey, bei solch eher kleineren Shows kann auch viel passieren. Das würde der Show, dem Produkt, einfach allem würde das helfen. Es würde Ambrose helfen, einfach jedem. Und das Problem ist halt jetzt im Match selbst, wir haben zig Möglichkeiten. Es wird Eingriffe geben. Es wird wahrscheinlich auch vor Overbooking nur so hageln. Was ich aber trotzdem glaube, das Match wird sehr, sehr gut werden. Weil ich glaube, die Eingriffe, die bekommt man erst ganz zum Schluss zu spüren. Bis dahin werden sich die beiden relativ clean, sage ich mal, bekriegen, sodass das dem Matchfluss keinen Abbruch tut. Und ich habe halt zwei Möglichkeiten. Entweder greift Lesnar ein, wovon man ausgehen kann, und sorgt für eine Ablenkung gegenüber von Ambrose, und Triple H gewinnt das Ding relativ, ich sag mal unter Anführungszeichen, clean, und es wird normal zu WrestleMania weitergefahren. Was jetzt für die Story von Lesnar und Ambrose schlüssig wäre, es wäre aber halt doch die langweilige Variante. Was ich mir auch noch vorstellen kann, Lesnar greift auch ein, aber es kommt auch Reigns, der auch Triple H ablenkt, und vielleicht kann sich ja Ambrose mit einem Dirty Deeds irgendwie out of nowhere oder einfach überraschenderweise gegen Triple H einfach durchsetzen. Vielleicht wird es sogar Ref-Bumps geben. Also an Dramatik wird, denke ich mal, das Match kaum zu überbieten sein, und die Crowd wird sowas von hinter Dean Ambrose stehen. Und das Match, denke ich mal, kann man sagen, egal wie der Gewinner dann aussehen wird, wird großartig werden. Ich gehe von mindestens 4 Sterne aus, wenn nicht mehr.
Ja, also ich lege mich fest, Ambrose wird Champion werden, sag ich. Ja. Ich unterschreibe das sofort, wenn das reinkommt, bitte. Weil die WWE muss es machen. Ich meine, ich weiß, das haben wir auch schon häufiger gesagt, aber es reicht ja nicht, Reigns jetzt einfach rauszuschreiben, dann wieder zurückzubringen und dann wird er abgefeiert. So wird es nicht werden, das wissen die auch. Die wissen auch, dass wir jetzt gerade, wir kriegen jetzt hier so eine Fehde geteasert, sag ich mal, für Mania, die wir uns da vielleicht auch gewünscht hätten, beziehungsweise Ambrose steht im Titelgeschehen und das würde noch mehr Heat erzeugen für Reigns, wenn er jetzt einfach wiederkommt und in die Fehde halt reingeht mit Triple H. Von daher würden sie sich wirklich ins Knie schießen, wenn sie das so durchziehen. Und sie müssen, ja, wir müssen auch was Frisches reinbringen. Sie müssen dieses Chaos reinbringen, indem Ambrose hier den Titel holt. Weil man hat ja vorher schon so ein bisschen jetzt angefangen, diese ganzen Fäden zu vermischen, was ich auch sehr, sehr geil fand. Und das würde jetzt einfach passen. Wenn Ambrose jetzt hier den Titel holt, dann will Lesnar bzw. Heyman für ihn natürlich ein Titelmatch bei Mania. Ganz klar, das Match steht ja schon. Triple H will sein Rematch haben. Und Reigns will natürlich seine verdiente Chance haben auf den Titel. Von daher sollen sie dann wirklich alle vier Mann in ein Match stecken. Entweder das oder man macht es ganz simpel und macht wirklich einfach Lesnar gegen Ambrose um den Titel. Würde mich auch freuen, genauso. Und ich denke auch, er wird hier in diesem Match natürlich eingreifen. Er wird Ambrose einen F5 verpassen, ganz klar. Dann wird so aussehen, als ob Triple H das Ding hier wirklich locker easy gewinnt. Lesnar wird nochmal zurückkommen und auch ihm einen F5 verpassen. Da Ambrose halt schon ein bisschen Erfahrung hat, was F5s einstecken angeht, kann er das Ganze besser wegstecken und sich dann irgendwie den Titel halt noch holen im Anschluss. Und das würde ich mir einfach wünschen und ich finde, sie müssen es jetzt einfach machen. Wir haben jetzt so eine Riesenchance, sie haben Ambrose so extrem overgebracht, jetzt noch mehr als vorher, was schon kaum möglich war. Und das würde einfach perfekt passen. Und der zweite Punkt, was halt noch dafür sprechen würde, dass man bei Mania dann einfach Ambrose gegen Lesnar um den Titel gehen lässt, das könnte immerhin ein Grund sein, sag ich mal so, dass Reigns dann doch irgendwann Heel turnt, weil er wieder vor der Nase praktisch sein Titelmatch weggeschnappt bekommen hat, dann noch von seinem Bro, und dass er dann einfach hoffentlich irgendwann mal durchdreht und Heel turnt. Von daher macht das wirklich Sinn und das wird auch hoffentlich so passieren. Ich bitte in die WWE-Booking-Entscheidungen mit einbeziehen und dann hätten wir, glaube ich, nichts mehr zu meckern. Amen. Ich hoffe es einfach. Also es wäre wirklich, wie du schon sagst, Carsten, die beste Option, die man machen kann. Die beste Option, die man wählen kann. Und wenn du Ambrose hier den Titel gewinnen lässt, dann hast du Vorfreude kreiert auf WrestleMania. Das ist das, was WWE Roadblock tun muss. Sie müssen jetzt nochmal den richtig krassen Hype auf WrestleMania schaffen. Krasse Cliffhanger für Raw. Du musst einfach wissen, okay, ich will Raw sehen. Ich will WrestleMania sehen. Was zur Hölle passiert jetzt? Was wird nach diesem Event sein? Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, das war's zu unserer Preview hier. Sami Zayn kann man vielleicht noch ansprechen. Der wird natürlich Teil dieses Events sein. Wird wahrscheinlich irgendwie noch ein Match haben gegen wen. Da lassen wir uns überraschen. Am Sonntag gibt's dann irgendwie in den frühen Morgenstunden die Review von uns. Dieses Mal mit Facecam. Ihr seht also Alex, Carsten und meine Wenigkeit, wie wir über das Event sprechen. Wir werden das ja zusammen schauen. Und ich würde sagen, dankeschön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Schreibt uns gerne eure Predictions, eure Vorhersagen vielleicht sogar und eure Tipps zu Ambrose und Triple H auf jeden in die Kommentare. Das will ich sehen, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Ciao.